Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Resident Evil 4 Separate Ways mit Ada. Ja, wir haben angefangen, uns hier langsam durchzukämpfen im letzten Part. Au, und die bewerfen mich hier dauernd mit irgendwelchen Dingen, was ich halt alles andere als nett finde, weil eigentlich will ich von denen gar nicht so viel Nähe. Das ist, ich weiß auch nicht. Ach nee, das war dumm. Okay, wir schießen lieber drauf. Kannst du jetzt endlich liegen bleiben? Okay, gut. War jetzt dumm, dass ich mich da so nah rangewagt habe. Okay, warte, Taste. Wir verwenden mal hier ein bisschen grünes Kraut. Auch wenn ihr mich dafür grundsätzlich immer irgendwie killt. Weil es halt voll dumm ist, aber... So, wir müssten theoretisch in die Kirche. Mal gucken, ob wir hier irgendwo... Das rührt sich nicht. Scheinbar wir verschlossen. Hier ist so ein Schnubbi-Teil. Okay. Wir haben doch da... Ich weiß es nicht mehr. Kann ich da so rein? Es ist okay, wir brauchen dieses Teil. So, prinzipiell weiß ich ja, wie das geht. Das hatten wir ja beim letzten Mal. Da müssten wir hier die... Okay, das ist das M, die Zwillingsteile. Das, ich nenne es mal das S. Das M, das S... Und das V. MSV. Oh Gott, Hilfe, das ist ja gruselig. Wo kam das gerade aus mir her? So, dann gucken wir mal. So. Ja, ja, genau. In Dreier- und in Vierer-Schritten. So. Das V... Jetzt bräuchten wir noch das M. Warte mal, dann drehen wir jetzt in 4. In 3. Das war dumm. Nein, 4. 1, 2, 3. Warte mal, 1, 2, 4. 1, 2, 3. Wir müssen eigentlich da drüben, oder? 1, 2, 3. Doch, das müsste welche jetzt 4. Dann nochmal 4. 3. 3. 3. 3. 4. Ja, perfekt. Ist es euer Ernst? Oh, hallo. Ihr könnt doch nicht einfach euren Kopf da wegziehen, wenn ich gerade auf euch schießen will. Bück die sich! Was ist mit dir? Wieso weicht die denn aus? Was ist sie denn für ein freches Stück? Wie frech ist sie? Prüfen, die Gitterstäbe haben sich hinter mir geschlossen, als ich das Ding rausgenommen habe. Ja... Aber wir müssen doch hier irgendwie... Sie hat doch diesen Haken. Kann sie hier nicht irgendwie sich hochziehen? Ach, muss ich das da jetzt wieder einsetzen? Kann ich da nicht irgendwas anderes reinlegen? Nee, anscheinend nicht. Toll. Das heißt, ich muss jetzt irgendwas holen, wahrscheinlich, was ich da reinlegen kann. War das beim letzten Mal auch so? Au. Lass ich jetzt selbst? Perfekt. Das war so klug. K-L-U-K. Ja, ja. Hi. Tschüss. Tschüss. Ups. Finde das gut. Okay. So, warte mal. Wenn ich nicht alles täusche, war hier eine Schlange drin. Perfekt. So, da bitte nicht. Nee, da war Geld drin. Okay. Gut, dann gucken wir mal, was jetzt hier noch so auf uns wartet.
Ob wir den Stein... Ach du Heilige. Warte mal, kann ich die... Geht das? Kriege ich die hier hingelockt? Kann ich die vielleicht auch in den Abgrund... Okay, anscheinend nicht. Uhuhu. Jetzt aber. Tschüss. Nice. Ist noch so eine Kettensägen-Alte, ne? Nee. Okay. Das war vielleicht nicht ganz so klug. Ob ich das grüne Katzenauge da reinlegen kann? Okay, das Ding rührt sich nicht irgendwas. Das hält sich von der anderen Seite fest. Es muss ja. Ich muss ja da das grüne Katzenauge reinlegen können, weil sonst habe ich ja nichts anderes, was ich da reinlegen kann. Das Schlimme ist halt, ich habe halt einfach keine Munition. Das ist halt gerade... Ich habe halt leider den Dude erschossen, von dem ich wahrscheinlich eine andere Waffe bekommen hätte. Das ist jetzt ein bisschen tief traurig. Leute. Wieso? Wieso sind wir eigentlich immer so knapp mit Munition? Weil ich einfach auch immer zu hektisch bin, oder? Und zu viel und zu schnell und... So. Kann ich da jetzt was reinlegen? Den, oder? Ja. Grünes Katzenauge eingesteckt. Ja, perfekt. Na gut, immerhin. Immerhin. Nee, 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 Leute. Okay, wartet mal. Wir müssen den halt... Aua. Eigentlich ausweichen. Halleluja. Weil ich habe nicht genug Munition. Wir müssen den mal ausweichen, würde ich sagen. Wir lassen die jetzt einfach liegen. Ist zwar eigentlich nicht meine Art, aber ich muss halt einfach schlau denken. Weil hier ist halt auch nicht besser gerade. Hi. Nee, 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 komm. Gib mir die Munition. Ja. Lass mich. Und wir sind tot. Schön. Gut. Wir haben einfach zu weit reingerannt. Ich bin ein bisschen dumm. Ätzend. Okay, Moment. Wartet mal, wir sollten vielleicht auch mit Ada mal Heilung nehmen. So, jetzt ist halt die Frage. Kann ich nicht? Wartet mal, ich habe doch hier noch so eine geile Handgranate, ne? Tschüss, brennt doch einfach. Au. Okay, wir müssen mal grünes Kraut nehmen. Es nützt halt leider nichts. Hallo. Die ist den halt auch einfach nicht interessiert. Nee. Wie es ihn halt einfach nicht juckt. Wie es ihn halt auch einfach nicht gejuckt hat. Auch Blendgranate ist gar nicht so schlecht. Die höre ich doch jetzt von oben, oder? Wir sind halt, glaube ich, gleich leider wieder dead. Ja. Okay, wir müssen halt jetzt uns irgendwie mit dem...
Ich weiß, es ist nicht die schöne englische Art, aber ich habe gerade keine andere Wahl. Ach, Gott sei Dank. Wir sind ja nicht ganz nutzlos. So, ich glaube, jetzt müssen wir diese Geschichte wieder machen. Ach, Leute, wie war das denn? Okay. Rot passte, glaube ich, so. So, grün. Das sieht gut aus. Blau müsste auch so hinhauen. Gucken wir mal. Perfekt. Richtig gut. Nice. Oh, la campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. War das der Moment, womit wir Leon den Arsch gerettet haben? Eigentlich? Ja, oder? Lord Sadler. Lord Sadler. Ja. Da haben wir Leon den Arsch gerettet mit. Ich erinnere mich. Oh, ist krass, fühlt sich schon wieder so ewig lange her. Bingo. Wild. Gott, wie unscharf das war, ey. Okay, damit haben wir das Kapitel schon mal geschafft. 80% Trefferquote, naja, ist nicht so wirklich geil. Einmal gestorben ist auch nicht so geil, aber egal. Here's what I know so far. Osmond Sadler's cult is known as Los Illuminados. They've resurrected some sort of parasitic organism they call Las Plagas. That's all my organization knows for sure. Though Sadler's occult activities seem worthy of investigation. The Salazar family, Castellans for generations, possessed the ability to control Las Plagas. The organization's hypothesis is that a unique frequency of sonic wave, sensed only by the parasites, is used to control them. The same principle used in dog whistles. This was inferred through the analysis of a tissue sample we retrieved. The tissue contained an organ presumably used for sensing sound waves. I've seen cult members carrying ceremonial rods, and I wonder if they emit these sounds. Of course, this is purely theoretical. Klingt aber alles ganz gut. The organization needs samples of the parasite to confirm or disprove these theories. That is the main objective of my mission, and the only way to prove my loyalty to the organization. The opening moves in this chess game have been played. There's no turning back now. Ich habe diesen Auftrag nur übernommen, um meinem eigenen Ziel näher zu kommen. Das darf niemand erfahren, egal was passiert. Einfach verkriechen ist natürlich nicht meine Art. Ich muss mich ihm ab und zu zeigen und ihm Tipps geben. Das habe ich bislang herausgefunden. Osmond Sadlers Sekte nennt sich Los Illuminados. Sie haben eine Art Parasit, den sie das Plagas nennen, zum neuen Leben erweckt. Das ist alles, was sie sicher wissen, auch wenn Sadlers okkulte Aktivitäten bestimmt einer näheren Untersuchung wert sein dürften. Die Familie Salazar stellt schon seit mehreren Generationen den Kastellan und ist in der Lage, Las Plagas zu kontrollieren. Die Organisation hat die Hypothese aufgestellt, dass die Parasiten mit einer bestimmten Schallfrequenz gesteuert werden, ähnlich die Hundepfeife für Hunden. Ist es exakt das, was gerade gesagt wurde? Ja, ist es tatsächlich. Sehr gut. Ja, dann brauche ich das ja nicht vorlesen. Ist ja einfach. So, den Bericht Nummer 1 haben wir gelesen. Ja, wir speichern. Und zwar hier. Ja. Sehr gut. Kapitel 2. Bin gespannt, wie das läuft, ob wir quasi immer nur so Häppchen haben. Wahrscheinlich schon. Achso, ich soll doch drücken, dann geht's auch weg.
regularity, the researcher we planted has been discovered by the Illuminados. You must be talking about that vagrant Spaniard. So where is he now? He's held captive in an abandoned house located northeast of the village. Until he recovers the sample, we can't let him die. You don't need to remind me. Luis Serra. And I thought I was high maintenance. Oh Mann, ey, Wesker, ey, das ist auch so geil. So, jetzt ist unser Auftrag, Luis zu retten. Ich bin gespannt. Dezent kleiner Weg, würde ich sagen. Cool. Oh Gott, da ist er jetzt. Ich glaube, jetzt bringt er uns auch nicht direkt um. Also ich bringe ihn jetzt auf jeden Fall nicht um, weil ich nett bin. Gucken, was wir noch so finden. Perfekt. Gib das Hühnerei. Prüfen. Hier sind ein paar interessante Bücher. Ich würde gerne darin blättern, aber ich muss den Spanier finden. So, die Frage ist jetzt... Ja, eigentlich könnten wir auch gleich nochmal in die Richtung gehen. Hallo, bist du mir nicht böse, dass ich dich beim letzten Mal abgestochen habe, als wir uns gesehen haben? Ich bin noch nicht so weit, meine blauen Lampen sind noch nicht, aber der Kunde ist König. Verkauf mir Schätze und ja. What are you selling? Ich kann ihm den Spinell verkaufen. Is that all? Thank you. Das behalten wir mal noch. What are you buying? Schatzkarte für Auftrag 2, Aktenkoffer im... Ich denke, ich werde die TMP kaufen. Einfach als zusätzliche Waffe. So, Moment. Ich werde jetzt hier kurz wieder umräumen. So. 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 Gut, damit kann ich leben. Ich würde sagen, den Rest... Ja, wir nehmen mal sicherheitshalber ein Erste-Hilfe-Spray mit. Nur für den Fall der Fälle. So. Falsche Taste. Jetzt kombinieren wir das einmal mit dem. Dann können wir nämlich hier das Erste-Hilfe-Spray drunter setzen. So, ich laufe jetzt mal hier lang. Es ist dumm. Was für seltsame Wegweiser, ja, die sind halt ein bisschen eklig. Okay. Nice, noch ein Spinell. Vielleicht hätten wir doch zuerst hier langlaufen sollen, aber ich glaube, wer gleich nochmal bei ihm vorbei ist, vielleicht ist alles gleich nochmal bei ihm verkaufen. So. Vielleicht nehmen wir doch lieber... Ne, warte mal, wir können die noch nehmen. Die können wir erstmal kurz mit 10 Schuss. Und dann nehmen wir die. So. Ach, guck mal. So. Oh nein. Das war dumm. So. Dass man auch immer gleich... Ich schaffe immer nur einen Doppelschuss. Das ist halt so ätzend. Könnte vielleicht, aber zuerst muss ich mich um McCool kümmern. McCool! Oh, McCool hat mir gefallen, ey. McCool ist nice. So, wartet mal. Wir gucken uns mal kurz die Schätze an. Die Taschenuhr untersuchen. Nicht mehr ganz neu, aber sicher wertvoll. Perfekt. Vor allen Dingen ist sie jetzt sauber. Gut. So. Mr. Händler. Können wir noch mal ganz kurz drüber reden? Ich habe da noch was ich Ihnen gerne noch verkaufen möchte. Und zwar den. Und die Taschenuhr. So, und jetzt würde ich gerne noch mal kaufen. Ich überlege gerade... Komm, wir kaufen schon mal gleich den größeren Aktenkoffer. Ja, danke. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Ist hier irgendwas drin? Geld. Gib mir Geld. Perfekt. Er ist schon ein bisschen hässlich, der Typ, ne? Definitiv ist er hässlich.
Hier steht doch jetzt wieder auf. Oh. Okay, sie stand auf. Und sie droppt jetzt nicht mehr was, ne? Die Toilette ist verdreckt. Das wollte ich keine. Mhm. Dieser Raum, ne? Der ist einfach nur so für so Arsch. Für so Leute wie mich. Dieses. Ja, guck doch mal. Da ist nix. Gut. So, ihr Lieben, wir beenden den Part aber an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und bis dahin. Tschüss.